Hallo ihr Lieben, willkommen zum 15. Tag unseres Projekts. Heute teilen wir uns eine Kinderbrunne und dann Hey Sweetie, ein Küsschen. Und wir machen einfach weiter, da wo wir aufgehört haben, und zwar mit Sugar Almond. Ich guck mal, wie ich das ein bisschen mache. So, waren wir? Wir waren hier. Genau. Ist das auch? Ja. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins Wochenende gehabt oder habt. Ich habe heute nach sehr, sehr langer Zeit mal gut geschlafen. Also für meine Verhältnisse ist es schon gut. Nur, dass ich Kopfschmerzen habe, das ist auch immer so ein Phänomen. Dann schläfst du mal gut nach so ewiger Zeit und dann wachst du auf und hast Kopfweh. Aber ich habe jetzt 2 Tabletten genommen. Ich hoffe, die wirken bald. Heute scheint bei uns die Sonne. Das ist auch schon viel wert. Na, hier gehen wir auch raus. Ein bisschen an die frische Luft. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe gar nicht gesagt, wie spät wir haben, ne? Also wir haben ja den 15.01. 10.29 Uhr ist jetzt. Sagt ja immer eigentlich die Uhrzeit auch, ne? Alles klar, Dad? Hm? Alles okay, mein Schatz? So, dann mache ich hier weiter. Ich glaube hier. Genau. Ein bisschen hier so. Ich habe gestern so viel im Stream gequatscht, dass ich heute gar nicht viel quatsche.
Aber das ist doch auch mal gut, oder? Wenn einer nicht so viel schnackelt. Wasser. Prost, ihr Lieben. Heute bei uns hat in der Nähe ein neues Café aufgemacht. Gehen wir heute vielleicht mal hin, um zu gucken, wie das so ist, wie sie ihn unterstützen. Das sah von außen schön gemütlich aus, so ein kleines Café. Mal schauen. Gefrühstückt haben wir auch nicht. Mal schauen, ob wir das noch zu Hause machen oder ob wir das unterwegs machen. Eine Kleinigkeit essen, weil ich habe nämlich jetzt nicht so großen Hunger. War ich nicht im Bild, ne? Aber das war ja nur so ein kleines Endstück. Und das hier so. Jetzt nehme ich. Ich guck mal, wie die Farbe aussieht. Genau, ich nehme jetzt Narzissus und mache das nur so stellenweise hier so. Also nicht überall, einfach nur so. Wild durcheinander.
ich nicht so viel rede nebenher, kann ich mich besser konzentrieren beim Malen. Ich hoffe, das macht euch nichts aus, dass ich ab und zu auch gar nichts sage. Dass wir einfach gemeinsam malen. Ah, das war ein Pilz. Egal, Pilz ist ja auch ein bisschen bräunlich, ist jetzt nicht so schlimm. So, und jetzt denke ich mal, dass man. Jetzt haben wir dies, jetzt haben wir das. Schokolade Fondant hatten wir auch. Ich würde sagen, dass man jetzt so ein bisschen Grün einarbeitet und dann mal schauen. Also das sind meine zwei Grüntöne. Ich versuche jetzt mal, ich mache das am besten. So. Das nicht so 100-mal knicken. Also ich habe hier meine zwei Töne. Einmal den Garden Green und einer Black Forest. Und das tue ich so bisschen da und bisschen hier reinmachen. Also seht ihr so. Dann nehme ich hier den dunkelsten und setze ihn hier mal ein bisschen ein. Also ich habe jetzt den dunkelsten die ganze Zeit. Mache da. Geh wieder jemand raus, jemand sonst noch kommt. Bitte schön. Dapsi wollte raus. Können ja mal schon wer möchte beißen? Na kommt.
Also ich setze nicht überall dieses Dunkle, so immer wieder so. Wer möchte noch ein? Und jetzt nehme ich den helleren Grün und das mache ich hier so ein bisschen. Nehme ich mein Black Beauty. Wo ist er? Ich habe ihn gestern benutzt und irgendwo reingesteckt. Der ist nicht hier dabei. Moment, ich gucke mal hier. Wie spät haben wir es? In 23 Minuten. Okay, ich dachte schon, dass ich überzogen habe. Mit dem Black Beauty tue ich jetzt hier so einfach nur. Ich denke, dass wir vielleicht noch morgen den Baumstamm machen und dann müssten wir endlich fertig sein mit ihm. Hoffe ich doch mal. Wenn nicht, dann müssen wir noch einen Tag dranhängen. Weil jetzt möchte ich mal kurz was gucken. Wir haben ja jetzt den Shaved Chocolate. Gucken wir der dann so. Ich möchte nur gucken, wie das dann wirkt.
Den habe ich ja gar nicht. Der gehört ja gar nicht hier hin. Nichtig. Hier, Schokolade Fondant wollten wir doch. Ich mache nur hier eine Probe, wie der Zusammenspiel so von den Farben sein wird, wenn wir dann weitermachen. Dann nehme ich ja diesen Sugar Almond. Narzissus. Dann nehmen wir ein bisschen Grün, Gartengrün. Und dann ein Black Forest. Dann nehme ich meinen Karandash Blenderpinsel. Und wo ist mein Prismacolor Weiß? Wo habe ich ihn hingebracht? Und noch ein paar Stellen aufhält wieder, dass es nicht ganz so dunkel ist. So, so ungefähr wird unser Bau. Ich hole noch ein bisschen mehr ran. Wenn wir diese Farben jetzt immer wieder so miteinander verblenden und dann mit dem Blenderpinsel drüber gehen. So sollte das dann aussehen. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. So, wir essen noch das zu Ende zusammen. Hami. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Samstag. Genießt den Tag, passt auf euch auf, seid vorsichtig, seid lieb zueinander, zu sich selber auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in einem neuen Video. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was. Tschüssi, eure Helena.